Pass mal, wir kommen. Soll ich so machen? Oh. Eins, zwei, drei. Purple Mike, Purple Mike. Willkommen bei Purple Mike. Hallo alle zusammen, willkommen bei Purple Mike. Heute möchten wir euch mit auf die Straße nehmen und euch genau das zeigen, warum wir das Bedürfnis haben, die Stimme für Frauen zu sein. Und darum sagen wir mal einfach, kommt mit und zieht es selbst. Frau. Frau. Ja, Frau. Was bedeutet das für dich? Frau ist alles für mich. Sie sind dumme Frauen. Sie sind das. Frauen sind dumme. Ach, Frauen sind die haben keine Gehirne. Warum? Das kommt rein. Na und? Das ist so. Ah, okay. Warum? Ich muss da warm davon schon. Ich muss auch. Warum denkst du so? Warum denkst du? Wir erwarten vieles von Männern. Wir haben viele, viele Hoffnungen. Und noch eine Frage. Was ist für euch Farbe? Lila. Wenn ihr an die Farbe Lila denkt, was denkt ihr? Ja, das stimmt. Lila, so. Also ich finde, Lila ist eine sehr auffällige Farbe. Das ist ja eine knallige Farbe. Ich finde, das Lebensfreude, das kann aber auch so etwas Trauer bedeuten. So. Also Lila ist so unterschiedlich. Man kann es in vielen Seiten machen. Was du darüber denkst, über die Farbe zum Beispiel Lila? Tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Lila. Wenn ich zurück so daran denke, denke ich nichts darüber. Bedeutet für dich zum Beispiel Feminismus? Feminismus? Ja, ich glaube, dass jede Frau gleichgestellt ist. Also jetzt nicht, abgesehen jetzt von nichts gegen Moslems, aber muslimische Frauen werden halt anders behandelt als deutsche Frauen zum Beispiel. Deutsche Frauen laufen rum wie, was weiß ich was. Türkische Frauen werden verschleiert und was hier komplett. Und das finde ich auch nicht okay von den Männern, dass sie es nicht akzeptieren können. Ich meine, okay, das ist deren Kultur, ich kann nicht dazu sagen, ich bin halt aus Russland, das ist nicht meine Kultur und nicht meine Religion, aber ich finde, jeder soll im Endeffekt entscheiden, was er oder sie tragen will. Okay. Oder er machen will. Das ist eine gute Sache. Gute Sache? Das ist eine gute Sache, bis auf ein, zwei Sachen. Und die zwar werden? Die extrem Feministen, die radikalen Feministen. Was bedeutet für dich? Für mich sind die radikalen Feministen sind die, die auf, sagen wir zum Beispiel Twitter oder den Seiten Tumblr zum Beispiel da jedes Mal rumposten und so, ah, alle Männer gehören kastriert, alle Männer sind Arschlöcher, das ist halt tatsächlich wirklich und sowas. Okay. Warum ist für dich eine Frau in Europa zum Beispiel frei? Also, aber an sich, ich finde jetzt, also sie haben schon große Freiheit, ich meine, man kann ja eigentlich machen, was man will, ist überlassen jemanden selber so, ist ja eigen Körper oder eigene Wille, was man hat. Und also ich habe jetzt nichts dagegen, ich finde, die sind frei auf jeden Fall. Also die Frau in Europa, auf jeden Fall eigentlich. Und wo fängt die Freiheit an, deiner Meinung nach? Die Freiheit fängt daran an, sich für denselben Job bewerben zu dürfen wie die Männer, alles machen zu dürfen, was auch die Männer machen dürfen. Halt Gleichberechtigung, da fängt die Freiheit an. Das denkst du ist in Deutschland oder in Europa? In Deutschland zum Großteil schon, in Europa auch zum. Ist die Frau für dich frei in Europa? Teils, teils. Kommt drauf an, in welchem Bereich. So, bei Arbeiten verdienen wir Männer mehr. Also, das ist halt die einzige Sache, eigentlich, die mir jetzt gerade einfällt. Aber sonst eigentlich. Was ist das frei? Wie meinst du mit dem frei? Also ist die Frau frei? Ja, natürlich ist es frei. Warum? Was heißt das, warum? Wir haben viele Freiheit.